Hallo, ich bin hier auf ein größeres Rätsel gestoßen. Und zwar war ich im Harz unterwegs, dazu gleich auch noch ein paar Takte mehr. Jedenfalls bin ich da, sind wir da rumgefahren, hinter Sangerhausen, sind durch das Dörfchen Mohrungen gekommen und kurz vor dem Dorf Mohrungen gab es auf dem Acker Strukturen, die mich quasi sofort und absolut einleuchtend an keltische Grabhügel erinnert haben. So, also bin ich ausgestiegen und hingelaufen und habe mir die genauer angeguckt und bin auch im folgenden Video, was ich dann spontan gedreht habe, absolut davon überzeugt, dass es sich eigentlich nur um keltische Grabhügel handeln kann, weil sie sogar vor Spuren von Grabräuberei aufweisen, dass in jedem Hügel in der Mitte ein Loch gebuddelt worden ist, um eben zu versuchen, da an die Grabkammer ranzukommen, ne? Also es sieht wirklich so verdächtig nach Grabhügel aus. Trotzdem scheint es eventuell doch kein Grabhügelfeld zu sein, aber was zum Geier ist es dann? Und wie komme ich jetzt auf einmal drauf, dass es doch kein Grabhügelfeld sein könnte? Naja, es gibt keinerlei Hinweise im Internet. Ich habe überhaupt nichts finden können. Auf keiner Karte, auf keiner Liste von Bodendenkmälern Sachsen-Anhalts und nirgends irgendeinen Hinweis darauf finden können, dass es sich hierbei um ein keltisches Grabhügelfeld handeln könnte. Ja? Aber was zum Geier ist es dann? Und demzufolge veröffentliche ich das Video jetzt trotzdem mit der Vorbemerkung, dass ich mir überhaupt nicht mehr sicher bin inzwischen, ob es sich um ein Grabhügelfeld handelt. Aber was ihr gleich seht, ist halt meine erste Reaktion, wo ich noch davon ausgehe, dass es eben ein solches ist. Und da könnt ihr auch noch ein bisschen Bildmaterial dazu sehen. Und dann hoffe ich, dass wir gemütlich rumspekulieren können, worum zum Geier es sich bei diesen Hügeln handelt. Vielleicht ist ein Archäologe im Publikum, vielleicht ist ein Landwirt im Publikum, der hin und wieder solche Hügel auf seinen Äckern hat und deswegen weiß, was das alles sein könnte. Oder sonst irgendjemand, der sich damit auskennt. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt, ob mir da weitergeholfen werden kann. Und wenn ich völlig ins Klo gegriffen habe und es sind halt keine Grabhügel, dann bitte ich schon mal um Entschuldigung. Wer selber auch ratlos ist, bitte guckt gerne in die Kommentare, ob sich da vielleicht schon jemand gefunden hat, der eine Antwort für uns parat hat. So, und dann jetzt das ursprünglich spontan gedrehte, also ganz, ganz spontan, ohne jede Vorbereitung gedrehte Video. So, hallo und herzlich willkommen mitten im Harz, irgendwo, keine Ahnung, wie heißt der Ort? Marugen, Morugen, muss ein winziger Ort sein, ist quasi nicht existent. Und was habe ich hier jetzt beim Vorbeifahren? Also ich, Chefin hält und hat mir 15 Minuten gegeben, um jetzt hier mitten an der Straße quasi rauszuspringen und kurz was zu erzählen. Was haben wir hier gefunden? Hinter mir, komischer Hügel, was ist das? Ein Grabhügel, ein keltischer, ganz eindeutig, absolut klar. Kann man auch immer schön daran sehen, dass es sich tatsächlich um einen solchen handelt, beziehungsweise noch andere Leute der Meinung waren, dass es sich um einen solchen handelt. Wenn er in der Mitte eine Kuhle hat, ist hier der Fall, weil da hat jemand versucht, sich zur Grabkammer durchzubuddeln, um da halt irgendwas von Wert rauszufischen. Es ist oft so, dass solche keltischen Grabhügel auf Feldern liegen, so auch hier, ne, da hinten alles die Felder. Und auch ebenfalls ganz oft sind sie dann ein bisschen baumbewachsen. Das ist gewollt, weil das ist eine Schutzmaßnahme, dass hier niemand mit dem Traktor drüber fährt oder mit sonst irgendwas drüber fährt. Außerdem, irgendwann mal hat sich wahrscheinlich, die haben sich die Grabhügel sowieso natürlich wieder bewaldet, nachdem die Kelten weg waren. Und als das passiert war, waren ja die Wurzeln auch durch die Grabkammer selber entsprechend durchgedrungen, haben aber auch eine gewisse stabilisierende Wirkung, dass der Hügel so bleibt, wie er war, nach der ersten Bewaldung, nach der ersten Durchwurzelung. Und wenn man jetzt hier die Bäume wegnimmt, dann verrotten langsam natürlich auch die Wurzeln. Die sind riesengroß, diese Grabhügel. Das ist total krass. Und dann verrotten auch die Wurzeln und dann kann es sein, dass die Grabkammer noch mehr zusammenstürzt, als sie es im Lauf der Jahrtausende sowieso getan hat. Ja, guckt euch das mal an, die sind riesig. Und hier gibt es massenhaft davon und Stolperfallen auf der Wiese. Ja,
Da drüben ist der nächste. Der ist ja wirklich gigantisch. Das kann eigentlich nur ein Fürstengrab sein. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hier eigentlich genau bin. Deswegen habe ich auch keinerlei Hintergrundinformationen zu diesen Hügeln. Ob die aus der Hallstattzeit, ja wahrscheinlich stammen sie aus der Hallstattzeit, frühe Latenezeit, irgendwie sowas um den Dreh sind die meistens. Und das ist wirklich die größte Nekropole, also Nekropole-Ansammlung keltischer Grabhügel. Gut, Nekropolen gibt es viele auch in verschiedenen anderen Zeiten. Das kann auch ein Gebeinhaus zum Beispiel sein, wo einfach 6 Milliarden Totenschädel drin liegen oder so Späße. Ja, ich gehe mal noch ein paar Schritte und dann erzähle ich weiter. Was ich auch sehr faszinierend finde, keinerlei Hinweisschild an der Straße. Nix. Ne? Wenn du nicht weißt, was das ist, wenn du dran vorbeifährst, dann wirst du es auch nicht erfahren. Ja, kein Wanderparkplatz, gar nichts. Vollkommen unerschlossen quasi. Das ist ein Schatz. Das ist hier in dieser Größe. Hat das gefühlt die Bedeutung von einer Cheops-Pyramide? Nein, aber trotzdem, das ist gigantisch, dieses Feld. Das ist wirklich irre groß. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Und ich habe jetzt nicht so viel Zeit, weil für historische Dinge ist Geduld von Frau zwar vorhanden, aber ich will sie nicht überstrapazieren. Und außerdem ist ihr kalt, das Auto ist zwar inzwischen warm geworden. Ich darf sie nur nicht so lange drin sitzen lassen, bis es wieder kalt wird. Ne? Ja, hier ganz typisch, da haben sie tatsächlich die komplette Grabkammer ausgebuddelt. Das ist leider eben, das hatte ich auch schon an anderer Stelle irgendwo mal erzählt, aber das ist leider fast schon normal bei diesen Dingern, dass man da relativ frühzeitig Grabräuber hat, die halt eben ordentlich da buddeln, bis sie zur Grabkammer vorstoßen. Hier fehlt sie wirklich bestimmt komplett. Das ist so ein großes Loch. Das haben sie geschafft, die Grabkammer auszuheben. Und das Resultat ist dann leider, dass halt eben das, was da drin war, ohne jeden Fundzusammenhang auf dem Schwarzmarkt landet. Und das ist deswegen so dramatisch, weil damit ist es für die Archäologie komplett wertlos. Man weiß wohl, okay, das ist eine Pfeilspitze meinetwegen, oder ein Kelch oder ein Trinkgefäß oder ein goldener Kessel oder die sind so riesig, diese Dinger. Da könnte schon was Wertvolles durchaus beigesetzt worden sein. Ja, allein schon vom Materialwert, dass man hier durchaus Gold oder Silber hat finden können in diesen Hügeln, wär vorstellbar. Mindestens Bronze. Mindestens, ja. Gut, Gold und Silber war damals auch schon selten. Also viel wirst du da nicht gefunden haben. Und schon gar nicht 24 Karat und solche Späße. Also. Ja gut, aber ein Sammler, ein reicher Arsch ist durchaus gerne bereit, wahrscheinlich für sowas viel Geld hinzulegen. Und da hinten seht ihr überall diese Hügel mit Vegetation drauf, innerhalb des Grüns. Das sind alles die Grabhügel. Das sind irre viele. Also ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Da vorne sind noch mindestens 4, also mindestens 15. Mindestens. Und wirklich riesig. Ich kenne ja aus Bayern eine kleine Nekropole, die ich euch auch schon mal gezeigt habe. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Die hat aber Hügel, die sind ein Bruchteil so groß wie diese hier. Jeder einzelne von denen hat wirklich schon fast Fürstengrabstatus. Also ich weiß nicht, was hier, vielleicht sind die auch einfach großartig erhalten und alle waren mal so groß. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mal den Fürstengrabhügel von Hochdorf an der Enz
so heißt das glaube ich, besichtigt. Das ist der bisher größte keltische Grabhügel und der phänomenalste Fund, weil der noch nicht eben, der war noch nicht geplündert. Da hat man eine komplette Grabeinlage retten können und ist jetzt im Museum nebendran ausgestellt. Da war ich mal und der dazugehörige Grabhügel, der ist zugegebenerweise noch mal deutlich riesiger als der da. Und der ist wirklich groß. Ich habe jetzt gerade auf Maximum Zoom gestellt. Ja, also ich bin weit, weit, weit rausgezoomt. 10 mm, wem das was sagt. Okay, mit 1,6 Kopffaktor, also 16 mm. Aufnahme ist das hier quasi. Der ist wirklich, wirklich hoch. Ich schätze den mal auf 6 Meter oder was. Und es geht da auch verdammt steil hoch, wie ihr sehen könnt. Wahnsinn! So völlig mitten in der Landschaft, mitten im Nirgendwo. Hier ist nichts. Und naja, deswegen gibt es die ja gerade. Kein Hinweis an der Straße, kein Hinweis auf der Karte, überhaupt nichts. Im Grunde ist das ja genau richtig. Im Grunde sollte man das genauso machen mit solchen, ist der beeindruckend. Wow. Ja, 200 vor Christus, 400 vor Christus, irgend sowas um den Dreh sind die meines Wissens im Regelfall alt. Wer das besser weiß, darf mich gerne korrigieren. Irre. Ich gehe gleich nochmal schnell hoch. Guck mal da drüben, da sieht man auch wunderbar, auch auf die Entfernung, ich hoffe ihr hört mich noch, das Mikro ist in andere Richtung, sieht man auch auf die Entfernung wunderbar, dass da oben drin offensichtlich gegraben worden ist. Ja, der Große hier mit Sicherheit, erst recht, mit Sicherheit. Ja, toll, toll. Und dass man auch wirklich frühzeitig gesagt hat, hier Leute, das ist zwar ein Acker, aber bitte sämtliche Ackernutzung um die Hügel drumherum, die Hügel sind was Wichtiges. Das muss also auch schon zu DDR-Zeiten offensichtlich geschützt gewesen sein. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die noch so irre erhalten sind. Ich gehe mal schnell hoch und schnitt zwischendurch. Ja, auch hier selbstverständlich wieder eine Grabung obendrin durchgeführt. Der ist recht reich, auch an Steinen. Man kann nicht mit reinem losen Erdwerk so einen gigantischen Hügel aufschütten. Ja. Kein Stress. Viele Zugvögel unterwegs momentan. Oh, seht ihr? Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war ein Schwarm Kraniche. Die gibt's bei mir daheim überhaupt nicht. Oh. Gänsehautmoment. Ist auch kalt, aber primär wegen denen. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn und was für ein großer und so nah. Oh, ich habe keine Ahnung, ob man die auf der Kamera sehen konnte. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich habe sie gesehen. Oh, toll, 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 toll. Hier ein Haufen Steine. Das ist wahrscheinlich hier jetzt so ein bisschen so Pseudo. Wir tun so, als wäre hier oben mal irgendwie ein Gebäude oder sonst was gestanden. Tendenziell wäre das sogar vorstellbar, dass irgendwann in den Jahrtausenden, nachdem das als Grabhügel gedient hat, beziehungsweise als es angefangen hat, als Grabhügel zu dienen, denn das ist es auch heute noch, hat man vielleicht hier eben entsprechend noch so ein paar Steinchen, vielleicht hat man hier auch mal irgendeine Hütte drauf gebaut oder sonst irgendwie zum, weil das ein, ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht lange gedauert, dass es auch für alle anderen folgenden Generationen, ja, die hier gelebt haben, dass hier in irgendeiner Form sicherlich, sei es besonders angsteinflößend, sei es besonders heilig, sei es besonders, aber besonders ist es mindestens gewesen, auch für alle anderen, die hier sicherlich nachdem, die hier als Grabhügel angelegt worden, muss das auch weiterhin ein besonderer Fleck gewesen sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das ist so ein, ich will ja nicht esoterisch werden, aber faszinierend, faszinierend wirklich. Da guckt, seht ihr da drüben? Da haben wir jetzt noch mal einen Haufen alternative Hügel. Also ja, es sind mindestens 15, eher, da hinten kommen noch mehr, eher 20.
20 plus, würde ich sagen. Das hier ist vielleicht der größte, aber die anderen sind nicht viel kleiner. Wahnsinn. Gut, weiter darf ich mein Taxi nicht strapazieren und ich nehme das auf jeden Fall jetzt mit als Bild. Ich werde auch daheim noch ein bisschen recherchieren und euch noch ein paar Zusatzinfos, die ich hoffentlich finde, hier noch irgendwie dran klatschen. Dankeschön fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.